Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Special-Folge sozusagen. Und zwar heute ist der zweite Advent. Ich wünsche euch ein schönes zweites Adventswochenende. Und ja, ich bin heute nicht alleine. Ich bin heute mit meinem Bruder I'm Destiny hier. Ja, moin! Ja, moin, moin! Er sitzt übrigens nebenan. Deswegen werde ich im Nachhinein meine Stimme noch ein bisschen lauter drehen, damit ihr ihn auch ein bisschen besser hört. Und ja, wir spielen zusammen heute Starbound. Ja, hast du schon irgendwelche Ideen, welchen Charakter du dir machen möchtest? Ja, ich habe mir schon einen gemacht. Hast du schon einen gemacht? Ein Glitch! Also ich hatte ja bisher immer so einen Affenmenschen, weil ich fand den echt cool. Mal gucken, ein Menschen ist mir zu langweilig. Sind solche Vögeldinger hier. Also du hast den Flora oder wie der heißt? Ja, ich fand den eigentlich recht cool. Den Roboter möchte ich jetzt nicht so, weil ich finde, der sieht irgendwie so. Sieht der schon cool aus, ist aber. Auch geil. Der Fischmensch. Die, wie heißen die? Hylots. Sind das Fischmenschen? Das sind doch die Fischmenschen. Ich glaube, ich erstelle mir jetzt einfach so einen Floran. Randomize. Vielleicht gefällt mir hier einer so ein bisschen halbwegs. Wer ist denn schön genug für mich? Die sind alle. Die meisten hier sehen behindert aus. Ich möchte die männlich. Lass uns einfach mal den hier bearbeiten. Skin Color machen wir. So, die Haare sind das hier teilweise für Haare, oh mein Gott. Ich erstelle mir diese, nee, die sehen jetzt nicht so toll aus. Oh Mann, oh, die Haare sind cool. Ja, das sind cool. Ein Shirt, noch ein schönes. Ja, das passt. Pants. Eine schicke Hose. Nee, so. Und die Haltung passt dann so. Dann die Farbe von den Pflanzen, die mache ich. Gibt es da auch so ein schönes Türkis oder so? Das sieht eigentlich nice aus. Nices. Was passt denn da jetzt dazu? Oder soll ich nicht dann lieber so ein Shirt nehmen? Und dann das. Ja, okay, das ist okay. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen kacke aus. Und wir nennen uns Bums Doggy. Wir nehmen uns wieder Bums Doggy und drücken auf OK. Dann connecten wir die IP. Werdet ihr jetzt nicht sehen, die wird ausgeblendet werden. Ich bin drinnen. Und ich bin auf dem Server und ich habe gleich eine Quest bekommen. Ja, wo bist du denn? Ja, in meinem Schiff. Ach so, ja, stimmt. Also es gibt hier. Ach so, warte, wenn man Schiff gedrückt hat, dann. So, okay, Moment. Accept. Wie geht man hier auf den Chat? Ach so, nee. Es geht ja gar nicht hier im Chat, oder? Hä? Was? Warte, okay. Ah, hier. Wie heißt du? Destiny? Ja. So. Müsstest jetzt eigentlich eine Anfrage bekommen haben. So. Also, das hier, meine lieben Leute, ist ein Raumschiff. Wir sind hier gelandet und wollen wir auf deinen Planeten gehen oder auf meinen? Auf meinen. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal zu deinem Raumschiff teleportieren und werde dann auf deinen Planeten gehen. Ja, aber der, was bist du? Sieh mal meiner, wie geil der aussieht. Ja, der sieht geil aus. Deiner auch. Danke. So, danke. Das lege ich jetzt mal hier hin. Das hier hin. So. Ja, ich habe ein cooles Schwert, finde ich. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ah, du bist ein Roboter. Ja, ich bin da. Ach so. Okay, dann lass uns runtergehen in die Welt.
Ja, also dieses Spiel befindet sich ja derzeit noch in der Beta. In der Beta-Version und ist halt so ähnlich wie Terraria, wer es kennt. Und ich muss die Sounds ich muss die Sounds eindeutig leise machen. Viel, viel zu laut. Ich kann sie im Nachhinein sonst noch lauter machen. So. Oh! Help me! Was? Hier ist ein Affenmensch. Guck dir das an. Ich töte den jetzt. Oh, cool. Das ist so ein Teil, mit dem man alles abbauen kann. Also, es ist eigentlich ein richtig nützliches Teil, aber es dauert halt ewig. Ich habe schon so Dinger gerade gefarmt. Wie heißen die nochmal, mit denen Bandagen machen kann? Keine Ahnung. Die heißen Bland Fiber. So, Leute, und da wir jetzt ja eine Babykatze haben, möchte ich euch die gleich nicht vorenthalten. Die liegt nämlich neben mir. Und ja, die will ich euch jetzt auch noch kurz zeigen. Sie schläft zwar, aber ich darf sie euch nicht vorenthalten. Lex, bei dir gerade? Nein, aber da kommt sie nur so. Okay, ja, also ich guck manchmal da so ein bisschen drüber, damit ich sie... Moment! Oh, nein! Wieso? Moment, auf die Eins. So. Los geht's! Ich zeig sie euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar das hier. Also unsere Babykatze. Das ist der Rio. Wir haben ihn jetzt mal Rio genannt. Mal schauen, was draus wird. Er ist wirklich sehr verspielt und möchte eigentlich die ganze Zeit nur spielen. Und ja, der ist ziemlich, ziemlich süß. Und ja, also ich habe jetzt schon mal Bandagen, das ist geil, das heißt... Oh! Da ist ein Boss. Guck mal, komm mal hier hoch. Was machst du denn? Ey, wir bräuchten Holz, Holz, Holz. Also ich hab Holz. Hast du einen Timer? Wie lange nehmen wir jetzt circa auf? Wir nehmen jetzt schon 5 Minuten auf. Okay, dann, also es sagen wir jetzt 20 nach, ja gut. Dann habe ich so einen ungefähren Zeitplan. Ich baue jetzt hier mal ganz kurz Holz ab. Wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr von einem Destiny wollt, dann schaut doch in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist sein Kanal verlinkt. Er macht jedoch hauptsächlich nur Call of Duty Videos. So, kommt runter, meine kleinen Freunde. So, ein bisschen Erde ist immer mal gut, wenn man das auch mal zu Hause hat. Weil, Alter, komm doch zu mir. Du hast gerade eine SMS bekommen. Noch eine. Ja, ich muss vorher noch ein bisschen Holz abbauen. Für unsere Hütte, die wir nachher haben dann. Ich bin gleich da, aber ich habe jetzt schon Bandagen und alles. Das heißt, wir können uns dann auch gleich einen Bogen machen. Und es ist auch so, dass ihr auch wollt, wenn der Andi... Also ich sage jetzt Andi, für euch ist er dann ein Destiny oder auch Andi, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass er öfters dabei ist, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wir können dann auch gern mal Dragon Escape oder solche Sachen aufnehmen. Also da, glaube ich, hättest du nichts dagegen, oder? Nein. Er hätte da eben nichts dagegen, im Gegenteil. Und ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen Holz, 84. Den Baum hole ich mir noch. Und dann fangen wir schon mal an, unsere Hütte zu bauen. Wenn man denkt, das ist erst am 4. Dezember, war, glaube ich, der Release. Und richtig geil ist das Spiel. Also richtig, also mir persönlich taugt es richtig. Und 14 Euro ist meiner Meinung nach nicht verschwendet. Ich finde es eben cool, dass es eben bei Steam gibt. Dass es nicht so ist, dass man jetzt wie beim... Also ich meine, ich liebe Minecraft, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Aber dass man einfach nicht gebunden ist, mit PayPal zu zahlen, sondern auch mit Sofortüberweisung und Kreditkarte und so ein ganzen Zeugs eben. Finde ich gut. Und ja, also den Baum ist jetzt wirklich der letzte. Scheiße. Was los? Alter. Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung. Komm, nein. Wieso bist du ein Hurensohn? Was hast du denn gemacht? Die Maus ist so scheiße. Ja, ich weiß. Also, es ist so... er spielt ja gerade an einem anderen PC und ich spiele an seinem PC, weil nur hier die ganzen Aufnahmesachen oben sind, weil er selbst YouTuber ist und
Drüben wollte ich jetzt nicht alles extra runterladen und ja. Deswegen haben wir das jetzt gemacht, deswegen jetzt bei ihm ein bisschen Bewöhnungs. Hey, ist das schnell! Hey! Andi! Andi! Nein! Okay, es ist tot, es ist tot. Also ich habe 246 Holz. Hier ist eine schöne Fläche. Lass hier unser Haus bauen so. Ja, das habe ich hier gemacht, Scheiße. Okay. Dann lass uns hier erstmal so dicke Säulen bauen. Spaß. Nee. Dicke? Ja, so richtig dicke Dinger. C. Nein! Hallo! Ich werde beschossen von solchen. Hilfe! Okay, einer ist tot. Okay. Crafting Table. Also ich mache mir jetzt hier mal einen Bogen. Dann, du hast eh schon ein Crafting Table, dann brauchen wir noch Wood Blanks, einige. Machen wir jetzt mal hier 28. Und damit bauen wir jetzt erstmal unser Standardhaus. Haus. Alter, geh mal hier weg, ey. Dann bräuchten wir noch hier. Ein Wooden Door. Und ich zeige euch jetzt was. Und zwar, wir drücken I für Instanz. Nein. Also hier. Nein! Oh, das habe ich jetzt gemacht. Was? Ach, hier. So. Das hier kommt hier hin. Und so eben. Warte. Oh, Mann. Ich kann nicht bauen. So. Wie breit ist denn diese Tür eigentlich, wenn ich jetzt mal hier hingehe? Die ist... Okay, eines dann noch. Moment. Nichts abbauen. So, dann hätten wir hier eine Tür und das andere hier können wir dann jetzt wieder abbauen. Ziemlich nice, dass wir da so Türen bauen können. Und ist halt alles so wie, sagen wir jetzt mal, oh, keine Ahnung, Super Mario Bros. Da konnte man doch nur so laufen, oder? Also noch nicht 3D gehen. Ja. Und... Ja, ich finde das irgendwie cool, weil das ist mal was anderes und ja, finde ich cool. Das hier wird unser Haus werden. Ich weiß nicht, ob man da schon irgendwas erkennen kann. Oder so. Weil ich bin jetzt auch nicht so der Geilste im Bauen, also ich bin jetzt nicht der Architekt. So, und... Jawoll! Das sieht doch okay aus. Sieht ganz okay aus. Hier hoch. Und da kommen jetzt Treppen hin. Da crafte ich mir jetzt Treppen. Treppen. So, Wood Platforms. Will ich mir jetzt gerne craften. Alter, ich kann den Ton nicht ausmachen. Doch, kann man doch eigentlich, oder? Hä? Ja. Hey, guck mal, mit S. Was? Mit S kannst du so sneaken. Das ist ja extrem geil. Mit S? Ja. Das wusste ich ja noch gar nicht. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Und da mache ich jetzt Treppen hin. So. So. Und dann hätten wir jetzt auch hier eine Treppe. Eins. Ah! Hä? Alter, ich komme hier nicht raus. Ach so, ja. Ja, dann bau das ab. Du hast eine Spitzhacke. Geht ein bisschen schneller bei dir. Als bei mir. Stopp. Nicht mehr. So. Ja, natürlich. Das ist geil. Ich würde gerne hier mein Schlafzimmer haben. Aber ich will das nicht, dass wir hier ein Schlafzimmer haben. Du hast eh woanders ein Schlafzimmer. Ich habe von mir geredet. Was willst du denn jetzt schon wieder? Aber irgendwie witzig, ich schätze das jetzt noch so ein Bug, aber man kann zum Beispiel nicht mit der Axt richtig gut Holz abbauen. Also es geht eigentlich ziemlich schwer. Ja. Alter, du hast mich eingeblendet. Scheiße. Was? Warte, ich helfe dir kurz raus.
dann komme ich hoch. Ich finde es cool, dass man irgendwie so durch die Wände so abbauen kann. Also, finde ich eigentlich extremst cool. Dann wird das hier noch abgebaut. Boah, ey, ich brauche eine Spitzhacke. Kannst du mir ein bisschen Stein geben? Das ist sehr nett von dir, muss ich schon sagen. Danke. Von mir brauchst du jetzt aber auch nichts mehr zu erwarten. Ah, ist mir echt traurig. So, also wir brauchen eine Tür. Warte, ich will auch oben. So. Mach das Teil hier. Ja, Moment. Schnell. Ja, ist da. Moment, warte. Nee, hier, jetzt. Hä? Ach, warte, hier. Ist da. Ist es da. Das hier sollte eigentlich. Hier? Hier. Hier? So, und. Crafting. Da hast du ein Plant Fiber. Ah, ich mein E. Ein Plant Fiber, ja. Ja. Wenn du nett bist. Warte mal. Ja, mit Q. Ich glaube, wenn man Q macht und einmal so wirft so. Nein! Ich hab dir alle gegeben. Bitte gib's mir wieder. Bitte, gib mir eins. Ich meine alle. Und ich hatte 28. Muss mir 27 geben. Also ich habe aber nur 28. Ja, du gibst mir jetzt 27 zurück. Oh nein, ich habe vergessen den Bogen. Ja, ich habe schon einen Bogen. Irgendwo hier muss ja mein Bogen sein, oder? Was ist das denn? Oh, hier ist mein Bogen. Ach du Scheiße. So, auf jeden Fall muss ich da das jetzt noch ein bisschen umwandeln in Wooden Planks. So, jetzt haben wir ein paar mehr Wooden Planks und jetzt können wir uns eine Tür machen. Das ist cool. Übrigens, wenn euch das Spiel gefällt und ihr davon eventuell mal so ein Let's Play sehen wollt oder nicht unbedingt jetzt ein Let's Play, weil... Ja, es werden eh jeden Tag immer mehr Dinge hier gebracht, aber wenn ihr davon einfach mal ein paar Videos sehen wollt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil, Alter, was ist das denn? Oh, das ist mein Zimmer. Und das bleibt doch mein Zimmer. So, raus. Alter, hier sind voll die Denkmäler. Ja, das sind irgendwelche Dungeons oder so. Also, finde ich cool, dass es auch hier gibt. Und das ist erstmal die Beta. Das muss man sich jetzt auch mal vorstellen. Und... Ja, man, mir ist extrem heiß. Alter! Sind hier für Affen? Ja, so Affenmenschen. Ich habe vorhin ein paar getötet. Crafting? Ich brauche ein Bett. Eindeutig. Ich habe ein Dungeon. Ich brauche ein Bett. Ein Bett? Ein Bett. Alter, die tun dir nicht mal was. Ah, ein paar Wooden Blanks noch. Okay, dann mache ich mir hier Wooden Blanks. Es ist jetzt mit der Steuerung noch nicht so vertraut, weil eben ich spiele das jetzt das zweite Mal. Also ich habe schon vorher ein bisschen angezockt. Angezockt habe ich das. Und ja. Ja. Hey, stopp. So, das wird jetzt abgebaut. Dann kommt hier mein Bettchen rein. So. Oh, das ist cool. Ja, das ist jetzt mein Schlafzimmer. Und das wird dann noch voll erweitert und voll die Hightech-Sachen kommen dann hier noch rein. Und ja, könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Ey, Haustüre zu! Lass die Haustüre nicht offen. Sonst gibt's ein paar auf die Fresse. Und wo möchtest du dein Zimmer haben? Keine Ahnung. Möchtest du überhaupt dein Zimmer haben? Ja, dann komm her. Jetzt wird es dann bald Nacht. Ich sollte hier dann in meinem Zimmer mal... Oh, okay, jetzt sind wir eigentlich total geschützt vor Penissen und so Menschen, die uns töten wollen. Okay, ja, nee, mehr kann ich hier nicht setzen.
Die Werkbank, wo? Die setze ich jetzt einfach mal hier in dein Zimmer. Nein. Sei leise, sonst mache ich dir jetzt kein Bett. So. Ich habe dir jetzt ein tolles Bett gemacht. Alter, wo bin ich denn? Das ist dein Bett. Und das hier ist mein Zimmer. Und das hier drüben ist deins. So, und ich setze jetzt hier eine Fackel. Oh, das ist doch schön. Also in der Nacht finde ich das Spiel richtig Hammer. Das sieht so richtig geil aus. Jetzt setze ich hier noch eine Fackel. Gute Nacht, Stinker. Hm. Gute Nacht, Stinky. So. Tür zu und schlafen gehen. Bisschen Leben regenerieren, so. Ja. Es ist 33 und 25, was vorhin? Was tust du? Was tust du? Achso, Huff. Ja, Huff. Ein gutes Huff zurück. Ja, mein Leben ist regeneriert. Also die Nacht überbrücken kann man leider nicht damit. Aber komm, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Oh, das finde ich cool, dass das jetzt mit... Das haben die gefixt, ne? Dass man jetzt dann auch den Bogen so auswählen kann, oder? Oder? Moment, so. Nein, bei mir war das schlimm. Weil ich konnte jetzt dann vorhin irgendwie den Bogen so bewegen. Nein, so. Monster! Warte mal, warte. So, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oh, oh. Oh, hilf mir, hilf mir halt! Scheiße, geil, ey. Ja, was denn? Warte, ich komm schon. Ja. Ah, tot, du Scheiße, geil. Ja, du bist jetzt eh in deinem Bett auf. Du wachst jetzt eh wieder in deinem Bett auf. Du hast ja hier den Spawnpunkt gesetzt. Selber schuld, wenn du immer so scheiße nie die Türen zumachst. So, ich setze jetzt hier mal eine Treppe. Eine Treppe für die Treppen der Treppen der Treppen. So. Hast du? Hab ich was? Oh, wieso schlafe ich jetzt? Achso. Ja. Was? Ich habe auch einen Bogen. Aber irgendwie, ich kann den nie verwenden, komischerweise. Vielleicht geht's, wenn ich so mache. Und kann ich jetzt mit Rechtsklick auch. Alter, ich kann nicht schießen. Hä? Warte mal. Ich mache jetzt hier einfach mal die Tür zu. Alter, warum schießt mein Bogen nicht? Ja, du musst Rechtsklick machen. Ja, was glaubst du, hab ich auch. Warte. Spanien und nicht. Ach so, ja, ich meine, du musst Linksklick machen. Dann schießt er. Siehst du? Achtung! Alter, boah! Er ist gleich tot. Ich bin tot. Ja. Du brauchst so ein scheiß Essen. Ja, ich hab Essen, glaube ich. Nee, ich hab kein Essen. Hey, da, man hat ja so ein Quest bekommen, oder? Wo kann man das denn sehen? Hier. Wo kann man denn die Quest sehen? Ja, beim Fragezeichen. Aber im Rufzeichen hier, Food Fight. We're really hungry. Food can be found in a variety of places. But a pinch hunting is your best option. Ja, ja, das ist mal schon klar, dass ich das. Ja, aber mit dem Bogen ein Monster zu machen ist immer so ein bisschen schwer. Warte, ich leuchte dir den Weg, okay? Okay, ich schieße. Ja. Geh mal weg hier. Leute, jetzt, du Scheiße. Chill your life! Lol, das ist einfach. Es bewegt sich nicht. Du spannst bei mir nicht mal den Bogen. Spann ihn doch mal ganz. Der ist schon tot. Hast du Fleisch bekommen? Warte. Nein. Du solltest, glaube ich, ein bisschen lauter reden. Nein. Doch. Spann den Bogen mal richtig. Dann bekommt er mehr Schaden. Bei mir spannst du irgendwie den Bogen komischerweise nicht. Naja, die kriegen Schaden. Ja, ich seh's selber, aber komischerweise, Leute, ihr seht's ja selber. So. Ja, Fleisch. Oh, jawohl. Das ist mein Ziel. Ey, ich hab dir den Weg geleuchtet. Ich bekomm auch ein Fleischstück. Nein. Gib mir ein Fleischstück. Ich hab dir auch eine Bandage gegeben, also. Man hilft sich aber gegeneinander. Sonst bin ich auch. Sonst fühle ich mich jetzt. Jetzt bin ich auch so ein armer. So ein armer Fluffy. Also kannst du mir jetzt bitte was geben? Ich fühle mich hier schon wie ein armer Schlucker, ey. Kann ich ja gleich unter Brücke wohnen. Gibst du es mir jetzt?
Ey. Ah, jetzt weiß ich das. Wie man das Schwert und den Bogen gleichzeitig benutzen kann. Den Bogen hat man, wenn man auf der Null ist. Also wenn du auf der Null hinten nichts oben hast. Oh, danke. Das brate ich mir jetzt gleich mal hier, das Fleisch. Hat man dann den Bogen und das Schwert? Ja, wenn du zum Beispiel jetzt auf der Null gar nichts oben hast. So, jetzt wird's erstmal gebraten. Oh cool, jetzt habe ich's gebraten. Oh. Ich habe jetzt auf der Null nicht. Ja, und jetzt geh mal auf die Null. Und hast du bei links deinen Bogen drin und bei rechts dein Schwert? Nein, dann mach das mal. Und dann, wenn du auf der Null bist, dann ist hier. Also. Dann ist. Null? Ah! Cool, oder? Also 1 ist Schwert und 0 ist Bogen. Warte, was haben wir denn jetzt für eine Quest? It's time to craft a furnace. Also wir sollen einen Ofen machen. Okay. Ey, geh weg von meiner Werkbank. Die Werkbank gehört uns. Einen Furnace. Furnas, da brauchen wir ein Campfire. Stone Furnace. Ein Campfire und Cobblestone. Hast du Cobblestone genügend? Nein. Ich habe noch nicht mal eine Spitzhacke. Tür zu. Leuchte hier mal. Ja. Nee, warte, ich stell dir hier eine Fackel hin. Ich mach den in der Zwischenzeit mal. So. Ich brauch Holz. Lol, die können wir einfach gar nicht tun. Ja, ich hab genügend Holz, glaub mir. Ja, nein, ich meine unrefined, also Holz. Ja, ich habe 161 davon. Ja, kann ich bitte 25? Nee, du nimmst jetzt nicht das Fleisch weg, weil... Ey. Ey. Hey, wir brauchen Fleisch. Ja, dann gib mir jetzt bitte das Holz. Ja, warte, wie... 35, okay. Ich muss dazu auf I gehen, aufs Internat. Ich gebe jetzt einfach mal 40. Hier. Hä, wie werfe ich die denn raus? Ja, du musst sie rausziehen und dann Q. Oh, cool. Und Einzelstücke kann man nicht irgendwie so machen, oder? Keine Ahnung, doch schon. Ja, nämlich ziemlich nice. Okay, jetzt haben wir genügend. Cobblestone, hast du ein bisschen mehr mit? Also hast du ein bisschen mehr als 25, weil ich hätte gern ein Spitzhacke. Ja, warte. Meine Spitzhacke. Mietz, mietz. Ja, 12:40 Uhr. Alter, was ist? Mann. Was denn? Haben wir noch zu wenig? Du musst da hinten bei der Werkbank, wenn die leuchtet, dann musst du zu dir hingehen, so. Okay, jetzt. Okay, mach einen Ofen. Los, los. Disco, Disco, Pogo, Pogo, Disco, Disco, Pogo, Pogo. Ja, Leute, sobald wir den Ofen haben, werde ich die Folge auch beenden. Das finde ich war ein cooles zweites Advents-Special. Wenn ihr vielleicht wollt, dass es nächsten Advent wieder so ist, dass der Andi dabei ist, dann Daumen nach oben und ein Kommi. Würde mich nämlich wirklich sehr, sehr freuen. Nee, du musst es da platzieren auf der Ebene, wo du selber stehst. Das heißt, geh runter. Hüpf runter. Du sollst runtergehen, du kannst ihn sonst nicht platzieren. Verstehst du es nicht? Nein, platziere nicht da oben, geh einfach runter. Hallo, bist du zu dumm? Nein, die scheiß Maus ist so. Ja, so, und jetzt setz ihn hin. Ach ja, eine Info, Xmas Craft kommt auch noch. Also, ich weiß jetzt nicht, wann genau, aber Xmas Craft kommt. Hä?
Ah, da können wir irgendwas schmelzen. Und was steht da, dass wir... Was, Digga? Alter, wir sollen irgendwas schmelzen. Aber ich weiß jetzt nicht, was... Warte. Wir haben jetzt schon 25 Minuten aufgenommen. Ja, deswegen würde ich sagen, Leute, dass es das für heute war. Hä? 81? Nein, nicht so viel. Auch nicht so viel. Auch nicht so viel. Wir 5 vielleicht, das will reichen. 15 und da die Hälfte. Ja. Oh, geht das? Oh, nee. Oh, nee. Okay, das geht auch nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen zusammenschmelzen. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass wir jetzt heute einfach mal Starbound angespielt haben. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, ich würde mich sehr auf einen Kommentar von euch freuen. Schaut auf jeden Fall bei einem Destiny vorbei, der steht in der Beschreibung. Damit ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann bei Xmas Craft, Dragon Escape oder irgendeinen anderen Sachen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.